Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Witcher 3. Ja Leute, mal weiter an dieser Stelle, nachdem wieder der schöne Epilog kam. Ich finde das immer wieder gut gemacht. Es ist sehr schön, um wieder reinzukommen. Und ich habe jetzt schon mal mir einen kleinen Überblick verschafft. Ich würde jetzt erstmal sehr gerne die ganzen Fragezeichen, die wir hier im Süden haben, mitnehmen und währenddessen mich auf den Weg nach zu Kyra machen. Kyra hat ja gemeint, wir sollen mal bei ihr vorbeischauen. Und ich werde das jetzt wahrscheinlich mit dem Fragezeichen aber so machen, dass ich jetzt mit Katz arbeiten werde. Also sollte ich merken, dass immer wieder das Gleiche kommt und es passiert nichts Interessantes, dann würde ich dann einfach Cut setzen. Ich denke, das kommt euch dann auf jeden Fall entgegen. Machen wir dann erstmal die Quest mit Kyra. Kann ich mal eben schon mal aktivieren. Das müsste eigentlich ungefähr auf dem Weg sein. Dann würde ich natürlich das mit den Fäusten. Und auf jeden Fall will ich dann noch mit dem blutigen Baron versuchen, seine Frau wieder zu besorgen. Ne? Vielleicht treffen wir dann wieder auf die Munen. Ich meine, mit denen haben wir ja eigentlich auch nur eine Rechnung offen. Weiß nicht, ob wir dann schon gegen die kämpfen können. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool. So, wir machen erstmal das hier. Gucken mal an Weltkarte, aber das müsste eigentlich hier im Süden sein, irgendwo. Hier ist es. Also wie gesagt, erstmal ein paar Fragezeichen mitnehmen und ich werde da höchstwahrscheinlich Cut setzen. Ab dem Moment, wo nichts Neues passiert. Juhu, da sind wir beim ersten. Versteckter langsam. Schatz. Wir sind nicht mal Gegner. Das ist ja angenehm. Brief mit Wasserschäden. Lies den Brief, den du gefunden hast. Okay, machen wir das mal. So, Molkär. Ich weiß, dass du nicht mehr schmuggelst. Du hast genügend Geld gespart und willst das Risiko nicht mehr eingehen, sondern deine Zeit mit Frauen und Kindern genießen. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wir müssen noch eine Ladung verschieben. Die letzte. Versprochen. Es ist ein einfacher Auftrag. Nur ein paar Kisten, das Risiko ist gering, die Belohnung hat es in sich. Bitte mach es, wenn nicht um des Goldes, dann um der alten Zeiten willen. Bert. Okay. Ach, scheiß drauf, ey. Wir machen jetzt einfach nach unten und heben den Schatz auf. Oh, die sind Stufe 10. Eieieiei. Okay, schnell machen. Schnell, runter. So. So, hier haben wir was. Das ist eine Riesenmuschel. Hier aufnehmen. So. Das war's schon gewesen. Okay, schnell raus hier, Leute. Also ich muss wirklich sagen, die Wassersteuerung, ey, die ist mal ultra. Mach bitte nach oben. Ich drücke Kreis. Ist ultra sperrig, ey. So. Okay. So, dann ganz schnell Weltkarte und wir gucken mal, wo wir als nächstes hin müssen. Wir haben ein Torso gefunden, auf jeden Fall. Ist eine mittlere Rüstung und ist auch schlechter. Schade. Na, man kann nicht immer Glück haben. Können wir dann zerlegen oder verkaufen? Müssen wir dann mal schauen. Was haben wir hier? Piratenlager. Verlassene Städte. Okay. Sind nur Stufe 7, die dürfen wir eigentlich relativ schnell umhauen. Da kommen wir eher meine Buben. Alter, sind die schnell down. Krass. Krass. Harter Schlag. Du wirst es nie lernen. Alter. Cool, der ist sogar gestunt jetzt. So. Schutzschild wieder. Na komm her. So, und jetzt den hier. Alter Schwede. Da ist nicht mehr viel übrig. Ich lasse jetzt den Arm an. Den Armabspruch mal weg. Nee, Arm dran, Arm ab. Egal. Juhu. Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Ja, ich meine 150 Erfahrungspunkte ist besser als nichts auf jeden Fall. Ein kostspieliger Fehler. Lies den Brief, den du gefunden hast. Okay. So.
nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es das hier ist. Oder das hier. Mal gucken. Okay, finde den versunkenen Schatz mit Hilfe deiner Hexersinne. Ah, sehr, sehr gut. Der ist auch down. Der ist auch down. Krass, ich bin One-Hit, wenn ich die hier einfach mal unter Wasser mit der Armbrust treffe. Das ist ja der Wahnsinn. Danke für den Tipp auf jeden Fall, dass ich nur kurz R1 drücken muss. Ah, guck mal, da ist was. Schön. Viele, viele nützliche Sachen. Ich hoffe es zumindest so erstmal wieder auftauchen. Guck mal, kann man da unten rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Na gut, Leute. Machen wir erstmal wieder an die Oberfläche. Los. Ich halte Kreis gedrückt, Leute. Ich halte die ganze Zeit Kreis gedrückt. So gut. Ich guck mal eben, ob irgendwas Sinnvolles dabei ist. Ansonsten gibt es dann wieder einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Fragezeichen. Leichte Rüstung. Die ist auch besser. Rein damit. So, da war noch ein Schwert dabei gewesen. Wow. Leute, das ist ja richtig gut. Guckt mal, Stufe 8 können wir jetzt schon tragen und plus 44 Schaden. Leider sind die Boni nicht ganz so toll. Also kein kritischer Trefferbonus oder so. Aber hey, das nehmen wir auf jeden Fall. Das hauen wir rein. Muss ich nur die Rune irgendwann austauschen. So gut, sehr schön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann mache ich zum nächsten Fragezeichen. Wird also wieder einen kleinen Cut geben. Können wir mal zu der Insel rüberschauen. So, bewachter Schatz. Ah, Geister, okay. Magische Falle. Stufe 15. Das könnte hart werden. Guck mal bitte in den Kreis rein. Oh, das ist doch scheiße. Du sollst in den Kreis rein. Mach ich halt noch einen. So, jetzt komm her. Komm her. Komm her. Stufe 15 Gegner, Leute. Aber das Vieh kommt irgendwie nicht. Muss ich mich echt ein bisschen konzentrieren, glaube ich. Was ist denn das jetzt schon? Ey, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Jetzt! Okay, ganz ruhig. Holzleber. Neues Örtenzeichen. Holzleber. Alter Schwede. Noch ein Örtenzeichen. So, komm mal her, mein Guter. So, jetzt drauf hier. Weg, 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 weg. Alter Schwede. Hol mir meine ganzen Wolfslebern raus. So, jetzt drauf. So, 30% haben wir uns schon mal runter. Wow, 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 zu viele. So. Da ist er. Komm, 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 komm zu. Sehr gut. Ah, es fehlt nicht mehr viel. Jetzt weiter. Sehr gut. Ist down. Ist down. Ah, der Nachterscheinung. Stufe 15 Gegner weggehauen. Freue ich mich. Schema hab hier. Nehmen auch alles mit. So, das dürfte hier gewesen sein. Ah ne, hier ist noch was, hier ist noch was. Trockenfällchen, ja, das hat sich gelohnt. Alles klar, Leute, dann. Ne? Jetzt gibt's aber einen Cut. Und als nächstes machen wir... Oh, hier sind auch noch Fragezeichen. Machen wir erstmal hier hin. Alter Schwede, wo jetzt noch den Typen? Bringen wir's zu Ende. Hätten wir. Ah, hier ist auch noch einer. Moment. Jetzt killen. Das ist so. Ah, der ist gefangen. Der Barbier. Schlüssel benötigt. Ist Barbier nicht ein Friseur? Vielleicht kann ich ja dann mich rasieren lassen, beziehungsweise meinen Haarschnitt ändern oder so. Wie war der Schlüssel dabei?
So. Hallo? Hey! Er redet ja nicht mal mit uns, nicht mal ein Danke oder so. Danke, Meister. Ah. Du hast mir das Leben gerettet. Wenn du mal durch Sandort kommst, sag Bescheid. Ich werde dich rasieren und einen Haarschnitt spendiere ich dir auch. Juhu. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Okay, cool, muss ich mir merken. Also hier, Piratennotizen. Lies den Brief, den du gefunden hast. So, gestern haben wir eine Silberschale und eine Rubinbräuche auf dem Grund gefunden. Königin Zuleikas Schatz ist also wirklich irgendwo dort unten. Vielleicht im Laderaum eines der Schiffwracks vor der Westküste. Aber wir können sie uns im Augenblick nicht ansehen. Zu viel Seegang. Wir müssen warten, bis sich das Meer wieder beruhigt hat. Wir schlagen ein Lager auf. Jo. So, okay. Gelootet habe ich alles. Setze deinen Hexersinne ein, um den versunkenen Schatz zu finden. Dann probieren wir das mal. Dann würde ich mir jetzt ja doch schon was Wertvolleres erhoffen, um ehrlich zu sein. Ah, guckt mal, Leute. Hier ist er. Okay, ganz ruhig. Klinge von Tier, doch Schee, okay. Und zwei Schemata. Wunderbar, 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 da freue ich mich. So, das war alles gewesen hier. Dann schnell wieder an die Wasseroberfläche. Wow, 50% kritischer Trefferbonus. Stahlwaffe. Ja, das würde ich ausrüsten. Wir machen sogar mehr Schaden damit. Und 35% Chance auf Bluten. Cool. Na gut, na gut, na gut. Dann kommen wir her, meine Lieben, ertrunken, ne? Niedlich. Ja, das war's schon. Oh, krass, schon noch mehr Schemata. Jägerhandschuhe. Na gut. Warum denn auch nicht? Ich guck mal eben auf der anderen Seite, ob noch irgendwas ist hier. Ich meine, die blauen Schwerter, die mag ich und die bringen schon ein bisschen mehr, wenn wir die verkaufen. Die kann man ruhig einstecken. So, das war es hier schon gewesen. Dann sehen wir uns beim nächsten Fragezeichen. Also bis gleich. So, hätten wir. Assassinenhose. Okay. Verbessertes Greifensteinschwert. Richtig viel. Die nimmt man nicht mit. Glyphe, gerne. Gerne, gerne, gerne. Also, das war's. Eine Quest. Glaube ich zumindest, aber gerade ich habe gerade eine Frau gehört und auf der Minikarte war ein Ausrufezeichen gewesen. Das war gerade ziemlich epische Fatality gewesen. Ja, Geralt. Wir haben wieder was Gutes getan. Wir haben wieder ein Dorf befreit. Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Alter. Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Bitte nicht. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Typ. Wo hat Josef das ganze Essen her, hä? Hat sich den Männern des Barons angeschlossen. Aber er ist schon groß, fürchtet sich nicht vor anderen und setzt gern die Fäuste ein. So, hier war aber eben eine Quest gewesen. Verdammter Mist. Guck mal, Weltkarte. Hat das hier angezeigt? Ja, hier. Lass doch mal hinmachen. Ich muss bald mehr Zeug mal wieder reparieren.
Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Blablabla. Gerade habe ich das Dorf befreit und jetzt kommen schon wieder böse Kommentare. Unglaublich. Warum weinst du? Mein Verlobter ist in den Wald gegangen. Er wollte nach den Falken gucken. Er kam nicht wieder. Irgendwas muss passiert sein. Ich habe ihn schreien hören, doch ich hatte zu viel Angst, um nachzugucken. Ich gehe in den Wald und suche ihn. Danke. Ich habe Geld, ich bezahle dich. So, grausame Falle der Liebe. Schon wieder im Wald verlaufen. Mann, unglaublich. Aber gut, machen wir das mal ganz schnell. Das ist ein großer Bereich. Ich werde das mal meditieren, ganz kurz. Hätten wir. So, hier haben wir Hilfe. Ey, wild. Stufe 10 sind die. Alter. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Stufe 10! Nie in die Mitte stellen, nie in die Mitte stellen. Hätten wir. Noch einmal die Schutzschilder oben, oder? Ach, das ist alles. Nicht schlecht. Ich mach mal. So. Das holen wir vielleicht nicht mehr mit. Ja, hier liegt er doch, oder? Keine guten Nachrichten für die Frau. Wildhunde haben ihren Mann gefressen. Okay. Das war einfacher als erwartet. Tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid, aber muss mir ja mitteilen. Hast du ihn nicht gefunden? Doch, hab ich, aber... Nein, sag's nicht. Ich sehe es dir ja an. Bitte nimm das Geld. Ich kann das Geld nicht annehmen. Tut mir leid, dass ich ihn nicht lebendig zurückbringen konnte. Kann ich wenigstens eine Leiche holen? Das solltest du nicht. Es ist gefährlich. Aber wenn du es trotzdem tust, sie liegt bei den Fallen. Danke. Leb wohl. Ah, das habe ich jetzt irgendwie nicht übers Herz gebracht, Leute. Habe ich jetzt wirklich nicht übers Herz gebracht, also noch Geld dafür zu nehmen. Das hat jetzt ja nicht so lange gedauert, wisst ihr? Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, da eiskalt zu sein, aber ich konnte es gerade nicht. So gut, hier ist noch ein Fragezeichen. Das könnte ja auch mal ein Obelisk sein. Und wenn das so abgelegen ist, ich weiß es nicht. Da machen wir mal noch hin. Aber ich mache jetzt gleich zu Kyra. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dann für euch ist, ey. Ich bin jetzt schon eine Stunde am Spielen hier. Schieb ab! Nur am Hin- und Herreiten und immer wieder die gleichen Fragezeichen hier irgendwie zu machen. Also an verschiedenen Stellen, aber die Aufgaben sind immer wieder das Gleiche. Aber, ja, also irgendwas machen wir heute noch in der Folge mit Kyra, oder muss ich mal gucken. Irgendwas machen wir heute noch. Und schon wieder ein Schatz. Okay. Oh Mann, ich will Obelisken. Was aber? Nö. Das war's schon gewesen. So. Neues Alchemie-Rezept. Ne, immerhin besser als nichts. Alles klar. So, wir weg gerade. Aber irgendwie habe ich eh das Gefühl, dass hier kaum noch Obelisken sind. Das ist ein bisschen schade. Aber ich würde wenigstens hier mal das mal absuchen, alles. Mach langsam. Banditenlager! Welche Überraschung. Keine Steinschwert, bitte. Kannibalen sind das. Alter. Die sind übelst niedrig. Das wird ein ganz schönes Gemetzel, glaube ich. Ich mach mal Feuerschaden rein. Na komm her. Alter.
Nee, in die Richtung bitte, Geralt. Dafür wirst du bezahlen. Jetzt hat den Häuptling. Das war's. Jetzt bist du dran. Das ist nur das Gemetzel, Leute. Schwanz! Ja, Schwanz. Ist jemand? Du bist schon tot. Oh Mann. Aber die hier looten, das bringt überhaupt nichts. Rüstung drin gewesen. Und gleich mal. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal mit den Quests weiter. Mir reicht es erstmal mit Fragezeichen. Wir haben eigentlich einiges an Zeug gefunden. Also beschweren kann man sich da nicht. Zumindest ein bisschen Waffen, aber ob das jetzt so viel gebracht hat. Mittlere Rüstung. Ich will nur mal sehen, wie die aussieht. Oh, die sieht übelst cool aus. Also besser als die andere. Aber mittlere Rüstung, wie gesagt, da haben wir keinen Bonus. Die aus, okay. Mal gucken, vielleicht wird die leichte Rüstung später auch noch besser. Vom Skin her. Okay, Leute, ne? Wir machen jetzt mit erstmal zur Kaiba, würde ich vorschlagen. Beziehungsweise ich gehe nochmal ganz schnell mein Zeug reparieren. Hier ist sogar ein Schnellreisepunkt, das passt ja gerade. Ich bin überladen. Ja, bloß gut, dass ich nicht die ganze Zeit die weißen Sachen aufhebe, weil sonst. Wäre ich noch schnell überladen gewesen. So. Also, ne, ich gehe Zeug verkaufen, reparieren und dann machen wir zu Kyra. Mal sehen, was er für uns hat. So, Leute. Endlich können wir jetzt wieder normal weitermachen. Wie versprochen, machen wir jetzt erstmal zu Kyra. Und gucken mal, was die Gute von uns will. Man kann sich ja schon so ein bisschen denken, also mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, aber wir gucken einfach mal. Wir schauen einfach mal. Außerdem haben wir sie ja eine ganze Weile nicht gesehen. So, Plätze. Tut mir schon ein bisschen leid, plötzlich im Regen stehen zu lassen. Oh naja. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Aha. Wer ist das denn? Ist das der Elf? Geira, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Oh, wir können ja was abkaufen. Mal gucken, was er hat. Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Ich meine, vielleicht hat sie ja was Cooles da. Ich meine, es ist eine Hexe. Kein normaler Händler oder so. Es gibt Schemen für Runensteine. Aber nur kleine. Hat die auch große? Köder? Schwarzes Blut. Ich glaube, jetzt würde ich mir einfach mal alles kaufen, oder? Was ist denn das da unten? Das ist ein Artefakt. Ah! Guck mal, Leute. Trank der Leerung. Alle investierten Fertigkeitenpunkte werden zurückgesetzt, den verfügbaren Punkten hinzugefügt und können erneut eingesetzt werden. Tauschend! Eieieiei. Aber hey Leute, das holen wir jetzt, das holen wir jetzt. Das habe ich bisher noch nicht bei keinem einzigen Händler gesehen, das hier, das ist zum Respecken. So. Nur noch 600. Aber ist cool.
So gut, dann schauen wir nochmal hier die ganzen Rezepte durch, ob hier noch was Gutes dabei ist. Zusatzinformation. Das kostet ja nichts. Machen wir einfach mal. Bumm. Ich weiß leider nicht, was ich davon jetzt schon habe und was nicht. Aber es kostet jetzt auch nicht so viel Vampiröl. Keine Ahnung, ich hole es einfach mal. So. Okay. Die Runensteinrezepte sind natürlich auch nicht verkehrt, aber sind nur kleine und keine großen. Deswegen lasse ich das mal. Okay. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. So, die anderen Sachen, die haben wir doch schon mit dir bequatscht. Das ist jetzt nicht so interessant. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Ah ja, ach klar. Wir sind doch, wir mögen doch die Kyra. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Okay. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretosa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen.
Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Wow. Ey, die hat voll die krassen Spielzeuge, oder? Damit schon drei Sachen von ihr bekommen. Irgendwas, um irgendwelche magischen Wände zu entfernen. Dann jetzt diese Lampe und jetzt noch so ein Telefon. Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Ja, funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Oh, wie geil ist das bitte? Das ist so schön. So, Augenwinkt, Smartphones und so weiter. Handys. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich hab nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Ah, die haben wirklich voll die coolen Gadgets. Das ist witzig. Na gut, los. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Bitte, bitte. So, wir haben wieder ausrüsten und dann die 1 drücken, um zu verwenden. Haben wir schon ausgerüstet? Hier ist es. Okay. Aber wir müssen ja sowieso erstmal auf die Insel. Den Namen vergessen. Xenoglos hieß, glaube ich, ne? So, Quest. Nebenaufträge. Ein Turm voller Ratten. Das hier ist es. So. Okay, dann los. Ich weiß, Blödsinn mag kein Wasser. Langsam. Ich bin hier mal gespannt, wie die Reuseninsel aussieht. Okay. Was geht? Okay, wenn ich X halte, dann segel ich schneller. Schön. So, 500 Fuß. Okay, das ist eine ganz schöne Distanz, die wir zurücklegen müssen. Aber der Dialog schon wieder war großartig gewesen. Weil die irgendwie so unfassbar viele Spielzeuge hat. Um mit dem Boot schnell zu reisen. Öffnest du die Weltkarte, während du dich am Ruder befindest. Nur da, wo Anker sind, können wir dann. Okay, guck mal eben. So, wir wollen hier hin. Ja, es geht aber nicht. Ah nee, weil hier kein Anker ist. Da ist ein Anker zum Beispiel. Das ist aber gut zu wissen. Geralt, hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss.
Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Aber warum hört sie uns denn, wenn das nur in eine Richtung funktioniert? Oder konnte sie sich jetzt denken, dass wir das fragen? So, Leute. Das ist ja die Insel. Da hinten ist ein Turm. Da sind irgendwelche Viecher. Ich höre nichts. Schon kaputt. Mist. Verdammt kurzlebig. Verdammt kurzlebig. Ah, Achtung! Es gibt ein paar Störungen. Du musst hier vorsichtig sein. Ja, ich bin vorsichtig. Aber verdammt kurzlebig, ne? Da gehört, ich find's genial. Explodierst du jetzt auch? Ja. Die sterben alle an der Blutung. Ja, wir haben ja eine übelste Blutungschance mit unserer Waffe.